Guten Morgen und willkommen im Black Mesa Transitsystem. Dieser automatische Zug dient der Sicherheit und der Bequemlichkeit der Bewohner und der Gäste der Black Mesa Forschungsanstalt. Es ist 8.42 Uhr. Die momentane Oberflächentemperatur beträgt 32 Grad. Wir erwarten heute eine Höchsttemperatur von bis zu 40 Grad. Im Black Mesa Komplex wird die Temperatur ständig bei angenehmen 22 Grad gehalten. Und damit ein herzliches Willkommen hier bei Let's Play Half-Life Blue Shift. Alles weitere werde ich gleich erzählen. Einheiten in Trakt 8 und fährt zum zentralen Transitkreuz in Trakt 9. Bitte halten Sie Ihre Arme und Beine stets innerhalb des Zuges. Versuchen Sie nicht, die Türen des Zuges zu öffnen, bevor diese an einer Haltestelle zum völligen Stillstand gekommen ist. Sollte ein Notfall eintreten, werden die Passagiere gebeten, sitzen zu bleiben und auf weitere Anweisungen zu warten. Falls ein Verlassen des Zuges unumgänglich sein sollte, bitte verletzte Passagiere zuerst evakuieren. Bitte halten Sie Abstand zu den Schienen, da diese unter Strom stehen, und begeben Sie sich zu einer Notfallstation, bis Hilfe eintrifft. Und wie immer bin ich hier jetzt ruhig, damit ihr die Fahrt hört. Sollte Ihr Ziel ein Hochsicherheitstrakt in Sektor C sein, so müssen Sie zum zentralen Transitkreuz in Trakt 9 zurückkehren und von dort aus einen Hochsicherheitszug nehmen. Falls Sie Ihre Identität noch nicht vom Retina-Sicherheitssystem überprüfen ließen, melden Sie sich bitte bei der Personalabteilung von Black Mesa. Dort werden Sie den Vorschriften entsprechend überprüft. Jetzt erhalten Sie Zutritt zum Hochsicherheitsteil. Wenn Sie für den mittleren Sicherheitsbereich in Sektor B oder C wechseln möchten, empfehlen wir den Transfer, bevor Sie den Sicherheitscheckpoint des zentralen Transitkreuzes in Trakt 9 erreichen. Der Zugang zum mittleren Sicherheitsbereich des Transitsystems ist nur Beschäftigten der Black Mesa Forschungsanstalt und autorisierten Besuchern gestattet. Bitte beachten Sie, dass die Sicherheitsmarke ständig sichtbar getragen werden muss. Es riecht hier nur so. Freunde wie dich braucht man wie ein Loch im Kopf, Mann. Das geht ja gut los. Ach, ich dachte, wir können aussteigen. C-Linie des Transitsystems. Dies ist ein mittlerer Sicherheitsbereich der Black Mesa Forschungsanstalt. Bitte achten Sie darauf, Ihre Identifikationsmarke jederzeit sichtbar zu tragen. So, wie man sieht, wir sind Sicherheitsoffizier. Arbeitsplatz Trakt 3, Sicherheit. Sicherheitsstufe Level 3. Katastrophenmeldepriorität, Sicherung von Ausrüstung und Material. Wir erreichen jetzt die Sicherheitseinrichtungen von Trakt 3. Ah, unserem Einsatzziel. Ach, da kommt schon die nächste Bahn. Unsicherheit. Okay, ich werde gleich was dazu sagen und euch nochmal richtig begrüßen. Ich wollte nur nicht hier, ne, bei dieser netten Ansage da reinquatschen. Wie gehabt bei Half-Life am Anfang. Jetzt gucken wir mal, was kommt denn da an? Ich werde bekloppt, das ist Freeman. Freeman fährt zur Arbeit. Und damit jetzt wirklich ein herzliches Willkommen hier bei Let's Play Half-Life. Und das ist hier das zweite Add-on nach Opposing Force. Das war das erste und das hier ist das zweite Add-on namens Blue Shift. Und ja, ihr habt gerade gesehen, da ist Freeman hergefahren. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr das Let's Play Half-Life 1 gesehen habt bei mir. Linke so in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch daran erinnern, dass wir auch in der ersten Folge auf dem Weg zur Arbeit hier entlang gefahren sind, als Freeman, in der Person als Freeman, und dann stand hier ein Wachmann, und der sind wir nämlich jetzt in diesem Add-on, wir spielen den Wachmann,
Und der hat hier so verzweifelt an diese Tür geklopft. So, und da sind wir mit Freeman hier vorbeigefahren. Und genau diese Szene, ja, hat man jetzt eben gerade gesehen. Ne? Das heißt, Rollentausch leicht gemacht. Und so ist es auch nochmal so ein bisschen nachvollziehbar. Ja, wie gesagt, Blue Shift, zweite Add-on. Auch hier sieht es so aus, dass ich es vor gefühlten 300 Trillionen Jahren gespielt habe. Aber da das, wie gesagt, gefühlt so lange her ist, weiß ich gar nichts mehr. Also im Prinzip ist das jetzt hier auch so, als wenn ich jetzt dieses Add-on noch gar nicht gespielt habe. Ja, ich hoffe, dass ihr Spaß haben werdet bei diesem Let's Play. Ich werde es mit Sicherheit haben, weil ich einfach absoluter Half-Life-Fan bin. Und deswegen zeige ich das hier auch. Wir spielen das hier in der Originalversion, weil ich habe auch noch die Originalspiele alle von damals hier. Das heißt, wir spielen dann auch, wie ihr es auch schon bei Opposing Force gesehen habt, dem ersten Add-on, in der Originalauflösung. So, und das heißt, deswegen habt ihr dann auch links und rechts schwarze Ränder, weil es halt damals noch keine Auflösung, ja, so wie heute gab. Und jetzt rede ich nicht mehr lange rum. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Let's Play und es geht los. Und gleich zur Einstimmung einmal abspeichern. Alter, das ist ja genau wie damals. Oh. Die Tür nimmt ihre ID nicht an. Vielleicht kann ich sie auf dieser Seite öffnen. Ja, mach mal. Wir haben also auch das Problem mit dem Reinkommen. So wie wir es schon in Half-Life 1 gesehen haben. Alter, mach hin! Ist kalt hier! Es zieht! Okay, ich glaube, ich hab's. Na dann. Ding! Wie eine Fahrstuhltür. Und rein. Wir haben heute Morgen überall in der Anlage Probleme. Systemabstürze, Störungen im Sicherheitssystem. Es ist ein Wunder, dass hier überhaupt noch was funktioniert. Aha. So, also wie wir gehört haben, ne, und auch vorhin einmal gesehen haben, wir sind der Sicherheitsbeamte Kalun. Bis später, ich gebe ein Bier aus. Ja, das freut mich, ne? Vielleicht können wir auch zwei trinken. Ne, ich meine, müssen wir jetzt nicht vor den Zuschauern sagen, aber vielleicht auch vier oder fünf, ne? Man weiß es nicht. Wir gucken mal. Nicht, dass es nachher noch heißt, wir wären hier Säufer. Okay, dann schauen wir mal. Aha, aha, aha. Oh, da haben wir schon mal einen anderen Wachmann wieder noch stehen. Also sozusagen jetzt einen Kollegen von uns. So, und wir schauen uns doch jetzt erst einmal um. Ach, guck mal einer an. Da unten scheint so eine Art Anmeldung zu sein. Hier haben wir ein paar lustige Automaten stehen. Hier können wir uns mit Getränken versorgen. Ach, guck mal, da ist sogar einer rausgekommen, oder? Haben wir die jetzt aufgenommen? Keine Ahnung. Und was ist hier mit Cola? Also man sieht natürlich... Ja. Ah, aufgenommen. Man sieht natürlich, klar, wenn man jetzt hier näher rangeht, ne? Dasselbe Spiel wie bei Opposing Force auch. Wird es natürlich sehr pixelig. Deswegen müssen wir einfach mehr Abstand halten. Okay, der Trick hiermit funktioniert nicht. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier runter gucken. Weil ich vermute mal ganz stark, dass wir nachher da hinten beim Wachmann was weitermachen müssen. Aha. Oder? Doch nicht? Komm, wir gucken mal eben einmal schnell beim Wachmann. Nur um sicher zu gehen. Aha. Nabend. Tut mir leid, Kalun, ich bin im Dienst. Ja, ich habe ja auch jetzt nicht erwartet, dass wir hier eine Flasche Schnaps leer machen. Sie wissen doch, dass Sie nicht ohne Uniform und Pistole zum Dienst gehen können, Kalun. Okay, also Uniform und Pistole fehlen uns noch. Das heißt, dann ist das doch schon ganz richtig gewesen, wie ich es vermutet hatte, dass wir hier hinterher durch müssen. Wir müssen uns aber zuvor noch ausrüsten. Und das tun wir jetzt auch im Stechschritt Marsch. Am Arsch. Hey. Also, wie gesagt, ne? Pixelgrafik. Aber finde ich schon geil. Ich finde ja die Atmosphäre von Half-Life auch unheimlich toll. Gut, schauen wir mal eben. Was ist denn hier? Ich komme nicht an meine Dateien heran, meine Mail kann ich auch nicht beantworten. Ich komme nicht mal in mein Büro. Und du hast eine Entenstimme. Ich weiß. Wir tun, was wir können, um das Problem in den Griff zu kriegen.
Geben Sie uns ein bisschen Zeit, um... Zeit? Ich habe keine Zeit mehr. Wenn ich meinen Bericht nicht innerhalb der nächsten Stunde bei der Verwaltung abgebe, ist mein Job in Gefahr. Ich werde dafür sorgen, dass meiner nicht der einzige ist. Eine ganz schön fiese Ratte, ne? Ziemlich unfreundlich. So, jetzt sind wir dran. Sollten Sie jetzt nicht im Dienst sein? Ja, sind wir eigentlich schon. Wir haben schon sowas von gedient. Ich bin momentan ziemlich beschäftigt, Kalum. Ja, aber wie wär's mit einer Waffe? Sollten Sie jetzt nicht im Dienst sein? Okay, schauen wir mal. Nett von Ihnen, dass Sie heute Morgen doch noch gekommen sind, Kalum. Ja, wir konnten es einrichten. Probleme mit dem Zugangssystem. Stellen Sie sich auf eine lange Schicht ein. Auf eine lange Schicht einstellen? Ich wage es zu bezweifeln. Okay, lange Schicht einstellen. Ah, Personal. Aha. Das heißt, wir gehen am besten mal... Vielleicht kommen wir jetzt zu den Umkleidekabinen. Okay, hier können wir schon mal... Ah! Hi! Bis später, ich gebe ein Bier aus. Das sind alles Alkoholiker hier, ne? Die wollen alle ein Bier ausgeben. Ist schon ein bisschen krass, ne? Phillips... Jones. Geht's auch von alleine wieder aus? Oh, die Ohren. Ja, wir sind ja Kalu, ne? Ich meine, wo haben wir denn unseren Schrank? Hallo? Lombardi? Hut? Haben wir irgendwas nicht mitgekriegt? Ah, oder gibt es hier hinten noch mehrere? Ah, Kalun, da sind wir ja. Hallöchen. Aha, ein Helm und die, diese, ja, Weste haben wir jetzt an. Ja, wer ist das denn da unten? Ich weiß gar nicht. Ist das männlich oder weiblich? Bezeichnen wir es mal als S. Ich hoffe, ich blade jetzt keinen von den Entwicklern. Aber wir bezeichnen es mal als S. Und da oben, das obere Foto sieht aus, ja, wie eine Alkoholleiche. Ne? Das kommt davon, weil die hier einem allem Bier ausgeben wollen. So, wir haben noch gar nichts, außer zwei Bücher. Also wir haben keine Brechstange, keine Pistole, nix. Können wir hier bei denen mal irgendwas aus dem Schrank rausklauen? Wir machen uns sofort mal ein bisschen beliebt bei den Kollegen, indem wir sie beklauen. Ja, müsst ihr euch merken, wenn ihr euch bei Kollegen beliebt machen wollt oder auch bei Schulkameraden, einfach mal beklauen. Die freuen sich mit Sicherheit. Die werden ihre Dankbarkeit und ihre Freude euch garantiert sofort zeigen. Out of order. Mhm. Okay, frische Handtücher, ein bisschen Klopapier. Ja, etwas eckig, aber dafür wird auch alles richtig abgeschrubbelt. Okay, wir sollten vielleicht jetzt in voller Montur auch nicht unter die Dusche gehen. Es sind ja keine Frauen anwesend. Solche Spielchen kann man nur machen, wenn Frauen anwesend sind. Dann macht das Spaß. Vor allem auch, wenn die Kleidung von den Frauen dann anschließend nass wird. So, einen Moment mal eben. Nein, keine Leergutflaschen drin. Okay, vielleicht... Oh, und jetzt? Scheint, als hätten ein paar Leute Probleme mit dem Hauptzugangslift in Sektor G. Warum gehen Sie nicht rüber und sehen, ob Sie etwas tun können? Okay, Lift Sektor G. Alles klar. Tut mir leid, Kalun, ich bin im Dienst. Das sieht man. Du kommst um vor Stress. So, kriegen wir jetzt eine Waffe. Ich bin momentan ziemlich beschäftigt, Kalun. Alter Falter, ich will doch nur eine Waffe haben. Da müssen wir hinterher wohl hin? Ja, komm. Ah, da steht's doch. Hier könnten wir eine Waffe bekommen. Könnten wir. Ich hoffe, dass wir es auch kriegen. Hm, das ist die Tür. Ich gehe mal ein bisschen weg, sonst sieht's wirklich sehr grob pixelig aus. Aha. Gehen wir erstmal hier zur Waffenkammer. Aha. Ach, da waren wir doch vorhin gewesen. Interessant.
Ah, wir sind autorisiert. Und allein. Ah, da sieht man mal, ne, dass wir jetzt ganz andere... Berechtigungen haben und können dann auch solche Türen mal offen machen. Interessant, da ist schon mal ein Schießstand. Und der macht, ist er besoffen? Und ist dabei ein Donut? Oder will er Diskus damit werfen mit dem Donut? Man weiß es nicht. Vielleicht hat er auch eine leichte Epilepsie. Oder er hat Entzugserscheinungen vom Alkohol. Die saufen ja hier alle wie die Raben.